Ja, mei, das sind wir wieder. Oh ja, gell? Nee, hab ich jetzt gerade geh gesagt? Gell, ich wollte gerade sagen. Vor allen Dingen haben wir Sächsisch und Bayerisch zusammengemischt. Ja, mei, und da sind wir das, wieder. Das geht? Natürlich, ich kenne Wossisch. Wossisch? Mhm. Bräuler und Hähnchen. Haha. Das ist ja... Mir ist mal aufgefallen. Mir nicht. Dass ich ständig mein Bier suche heute. Ja, du hast es in der Hand. Ich kann dir helfen dabei. Vor allen Dingen heute, und ich bin ja schon so lange hier, ne? Ja. Du, wir haben ja schon, ein bisschen haben wir schon draus getrunken. Ja. Bevor du irgendwas sagst, weißt du, was mir aufgefallen ist? Na. Ich werde es dir jetzt sagen. Na. Nein. Der Elch, der hier immer lang kommt, wenn wir anstoßen, das wird ja nicht mehr lange dauern. Hat der auch einen Namen? Nee. Es ist ja noch keine Zusammenkunft gekommen. Es ist noch zu keiner Zusammenkunft gekommen. Oh Gott. Aber wirklich, wir müssen uns eigentlich mal einen Namen ausdenken für ihn. Ja. Ne? Rudi. Also nicht Uwe oder Uschi. Nee, Rudi, ja, ist auch Rudi doof. Ist doch kacke. Wir sind Horst. Nicht Rainer. Oh, Horst. Nein, Horst. Wir suchen uns. Ich könnte jetzt natürlich auch wieder sagen, wir suchen uns ein paar Namen aus und die Zuhörer entscheiden. Dazu müssten sie aber auf Instagram gehen und das bezweifle ich. Ja, und da wir nur zwei Zuhörer haben und eine das sagt, dann ist es doof irgendwie. Nee. Das kannst du übrigens so nicht sagen, denn das möchte ich auch mal gleich so ein bisschen als, nein, nicht Werbung nutzen oder sowas in der Art, aber ich möchte mal liebe Grüße loswerden an einen Twitcher. Achso. Und YouTuber, der tatsächlich unseren Podcast hört und mich darauf angesprochen hat. Mhm. Falls jemand jetzt nicht weiß, was Twitch ist, YouTube, glaube ich, kennt jeder. Aber es ist halt auch eine Plattform, wo online Spiele gespielt werden und andere können zugucken. Mal ganz billig ausgedrückt. Aber live, ne? Im Stream. Genau, genau. Die werden aufgezeichnet. Du kannst wohl dann auch 4 Wochen oder 2 Wochen das nochmal so angucken. Macht aber kaum einer. Nein, also es ist wirklich, geht um live. Ja. So. Und den habe ich da kennengelernt. Ne? Also liebe Grüße an Carsten, alias Maccavi. Und jetzt kommt's. Der kommt hier nicht aus dem Nachbardorf, der kommt aus dem Raum Köln. Okay. So. Und der redet wahrscheinlich auch so, oder? Das ist geil. Und jetzt wird er gleich lachen. Aber ich habe ganz zum Anfang nie verstanden, was er sagt. Aber immer, wenn er sich verabschiedet. Das verstehst du, oder was? Da sagt er immer, warte mal, wie sagt er immer? Ich, nee. Machet gut, ich schwenk de Hut. Und ganz am Anfang habe ich das nicht verstanden. Und. Okay. Nachher dann aber schon, ja. Ja, ja, also liebe Grüße an Carsten. Grüße sind raus. Und ja. Ja, sehr schön. Siehst du, ein zufriedener Zuhörer. Naja, vor allem über die Landesgrenze hinaus. Ja, geil, oder? Ja. Ja, ist in Köln viel Corona? Ich weiß es nicht. Na, bestimmt genauso. Ja, ja, denke ich auch. Na. Nein, aber die Geschichte mit dem Elch sollten wir auf jeden Fall verfolgen. Ja, definitiv. Das können wir mal machen. Vielleicht sehen wir ihn ja wirklich mal und dann meistens ist es ja so, wenn man jemanden sieht, dann fällt einem spontan ein Name ein, der zu ihm passt. Aha. Und das wäre ja vielleicht eine Idee. Vielleicht sieht er ja wirklich aus wie eine Uschi oder sowas. Weißt du nicht. Apropos Uschi und ich sag jetzt mal Twitch, YouTuber und so weiter und so fort. Das hat ja auch so eine ganz kleine Prominenz und so weiter zu tun. Wir haben heute im Auto gesessen. Ich, Uschi und Uwe. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Ich, Uschi und Uwe. Jetzt weiß ich, wer der Esel ist. Oh. Und haben uns so mal über Prominente unterhalten. Wenn du, und das ist ja auch mal so ganz spontan, eine Frage mal so an dich. Wenn du dir einen Prominenten, egal ob Schauspieler oder Sänger, aussuchen könntest, weiblich und männlich, mit denen du so abends dich triffst, ein Bierchen trinkst und so weiter, wen würdest du da gerne als Kumpel haben? Von den Prominenten. Also egal ob Deutsch oder Englisch oder wie auch immer, egal ob Schauspieler oder. Schießt der da? Oh, also ich gebe dir ein bisschen Zeit, indem ich vielleicht den Mann-Part, das hatten wir heute schon mal so besprochen, den ich mir so wählen würde. Ja. Ich würde so auf Will Smith kommen. Ja. Oder Kevin James, heißt der so? Ja, Kindsköpfe. Ich glaube, genau darüber würde ich nämlich auch nachdenken, welche. Es müssen ja nicht nur Schauspieler sein, ne? Nein. Welche, man denkt ja mal als erstes an Schauspieler und welche im Endeffekt. Wo man glaubt, dass sie privat auch bodenständig und vernünftig sind und man mit denen so normal, und da glaube ich, Will Smith ist auf jeden Fall einer davon und Kevin,
Kevin James, genau, ja, heißt der so, der Kaufhauskopf. Ja, der genau, bestimmt auch. Mein Lieblingsschauspieler ist ja Bruce Willis unter anderem. Und ich glaube, stimmt, der ist aber, glaube ich, privat völlig scheiße, völlig abgedreht, weil er einfach zu reich ist und zu... Also, meinst du? Ja, man mit denen nicht ordentlich... Ich kenne ihn nicht privat, also ich habe ihn... Ich auch nicht, aber man liest ja vieles über ihn. Ja, ja. Und eine Sache war auch unter anderem mit diesem Expendables. Ah ja, stimmt. Kram, ja, wo er zu viel Geld wollte und hat sich dann mit Stallone so überworfen, wobei Stallone wahrscheinlich auch kein einfacher Typ ist. So, mhm. Aber ich weiß nicht, dass, wenn man das so hört, denkt man so, mit dem könnte man, glaube ich, kein Bier trinken gehen. Keine Ahnung. Will Smith ist eine gute Wahl. Doch, muss ich auch sagen. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Aber ich habe auch erst gedacht, Schwarzenegger, Stallone, weil du gehst ja erstmal so deine Lieblingsschauspieler durch, ja, ne? Oder Lieblingsprominenz. Bei den Deutschen wüsste ich nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel wieder so Witzfaktor und Spaßfaktor, würde ich auf Oli P. kommen. Der fällt mir so spontan gerade ein, ne? Krass. Echt? Ja. Oli P.? Weil der total cool und locker ist. Und ich glaube, ja, ich glaube, mit dem kannst du auch echt lachen. Ja. Das aber nur, weil ich ihn auch jetzt ja auch schon ein paar Jahre gesehen habe im Fernsehen, so, ne? Ja. Und der ist ja immer so, wie er halt immer ist. Ja. Also den siehst du ja immer witzig, lachen. Klar, es geht... Ich will jetzt nicht wieder schräg rüberkommen, aber es gibt ja viele Komiker, die sich dann auf dem Dachboden aufgehangen haben, weil sie mit ihrem Privatleben nicht klargekommen sind. Ne? Ja, ja, nee, ich weiß also genau, was du das meinst. Das Bild nach außen hin zu stellen. So sieht's aus, ja. Und also mir fiel das so ein. Bei den Frauen muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Mhm. Fällt mir keiner an. Uschi meinte zu mir Sarah Connor. Ja, weiß ich nicht. Aber nicht die von Terminator. Ja, an die habe ich gar nicht gedacht. Nee, ja, tatsächlich. Nee, das wüsste ich aber jetzt auch nicht. Muss ich auch nicht. Oh. Bei Prominenz gehst du ja meistens immer nur nach diesem hübsch aussehen oder so oder geile Filme machen. Ja, gute Filme. Aber privat. So aus. Ich glaube, ich würde gerne Kevin Costner kennenlernen. Als Frau? Das war die Retourkutsche, merkst du, ne? Alter Schwede, das hätte meiner sein können. Geiles Ding. Nein, also es ist ja bei Kevin Costner wirklich so, er heißt ja eigentlich Kevin Costnix, ne? Aber es ist ja wirklich so, der hat sich diesen Film, der sich den Wolf schwanzt irgendwie, der mit dem Wolf tanzt ja, gedreht. Und danach noch ein, zwei, und dann war er ja vorbei. Mit Wasserwald hier, oder wie er auf Englisch Waterworld, ne? Wie er heißt. Ja, ja. Und dann wurde es ja mit Postman ging das ja los, das ging ja immer stetig bergab. Die Filme waren alle gut. Hm. Und ich gucke die unglaublich Bodyguard gerne. Bodyguard. Ja, zum Beispiel. Das war auch einer der Highlights. Ja. Aber ich gucke ihn als Schauspieler unwahrscheinlich gerne. Ich mag ihn gerne, weil er so ein Charakterdarsteller ist. Er kann das unglaublich gut. Ich glaube, der Typ ist privat ziemlich cool. Glaube ich. Wissen stell dir mal vor, Clint Eastwood steht vor dir, privat. Ja. Ich weiß gar nicht. Weißt du, nein. Weißt du, glaubst du, die würdest du erkennen? Wir haben gestern gerade erst wieder in den Medien gesehen, Sean Connery. Hm. Erkennst du nicht wieder. Ist ja, halt alt geworden, ne? Aber ja, du logisch, hast ihn ja auch schon ewig nicht mehr auf der Leinwand gesehen. Nö, von hat daher auch, hat auch genug Geld guckst du natürlich auch und sagst, wow. Ne? Mhm. Aber, ja gut, komm. Ist eh Utopie. Ich würde mir sowas nicht wünschen. Kumpels hast du in deinem Ort, einen Ort weiter oder wie auch immer. Da brauchst du keine Prominenz. Nein, das sehe ich genau. Aber das war so ein Gedanke, ne? Ja. Also. Ja, definitiv. Ne? Also, bestimmt. An wen ich denke, ist Till Lindemann zum Beispiel. Wer ist das denn? Till Lindemann ist doch der Sänger von Rammstein. Ah, stimmt. Mit dem kannst du bestimmt richtig geil saufen, Bier trinken und abfeiern. 100%. Hier. So viel zum Maler, ne? Ja. Und du hast ja auch gesagt, von wegen, Mensch, wenn man sie so manchmal im Fernsehen sieht, gibt sie sich privat etwas zurückhaltend, aber trotzdem in Ordnung, cool. Ja, ja, aber die sieht man gar nicht mehr im Fernsehen, ne? Also na, die macht viel jetzt gerade Fotos, glaube ich, oder so, ne? Mhm. Also ich weiß es auch nicht. Ja, ich weiß es auch egal. Normalerweise, ich sag mal, sie ist noch relativ jung. Es gibt ja viele junge Frauen, die eigentlich das ausnutzen sollten, dass sie auf ihrem... Jung sind. Naja, und dass sie tatsächlich auch in einem Alter sind, wo eben... du musst ja immer wissen, was machst du denn später, wenn du nicht mehr jung bist? Bist du dann ein super Sänger, Sängerin, Schauspieler? Dein Model ist ja irgendwann vorbei. So, und naja, und du musst Gas geben, ne? Du musst zusehen, dass du auf ein Standbein kommst. Ja, ja. Also, ja, du hast jetzt auch wieder gesehen, dass irgendein Schauspieler jetzt gesagt hat, durch Corona keine Jobs, keine Angebote, keine Filme. Ja, ja. Die will jetzt Hochzeitsplanerin werden. Ich weiß nicht, ob das auch zufällig gesehen hast. Ja, genau.
Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Nee? Und geile Idee. Ja, ich weiß nicht. Hochzeitsmann. Und am schlimmsten, glaube ich, am schlimmsten in Anführungsstrichen, was ich immer merkwürdig finde, ist, wenn, wie zum Beispiel Heidi Klum, wenn die Kinder kriegen und du siehst es denen nicht an. Weil die so einen Bodytrainer haben, dass die ihren Körper so gleich wieder trainieren, dass du nichts davon, also zumindest kommt mir das so vor. So, das heißt, alles schön und gut, weil das ist natürlich für die Karriere. Ich frage mich nur immer, ob das so gut ist für den Körper. Ich habe mal gehört, und ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber viele Prominente lassen sich auch durch Kaiserschnitt die Kinder. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich einfacher als die natürliche Geburt. Richtig. So, na klar, aber die haben auch die Zeit. Ja, frag mal jede Mutter hier, die ein Kind zur Welt bringt, die danach erstmal 3 Monate lang nur auf dem Stepmaster sind. Da sagt dir jede Frau, die im normalen Leben steht, aber gar keine Zeit für so einen Scheiß. Ja, ja. Weißt du? Und das ist es ja gerade. Die brauchen das für ihren Job und deswegen müssen sie es tun. Denen gibt man aber auch die Zeit dafür. Ja, das, natürlich. So. Und du gehst, du hast da praktisch deine Auszeit und musst danach wieder arbeiten gehen und dann hast du Haushalt und. Ne? Das ist keine Zeit. Also, das ist so. Aber wo wir gerade bei Babys sind, das habe ich überhaupt nicht gewusst, wusstest du, dass es jetzt losgeht, dass es extra Müllcontainer in den Städten gibt für Windeln? Wo die Babys reinkommen? Achso. Ja, wo die Babys reinkommen, genau. Nee, wo die für Windeln? Nee. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich weiß gar nicht, meine Schwiegermutter hat das mir erzählt, der gibt also echt extra, damit du das nicht mehr in normalen Müll schmeißt. Ich weiß nicht, was sie damit machen, ob die das auskratzen und daraus Nutella machen und warum guckst du so komisch? Nee. Ich rede ich wollte genau, hättest du das jetzt nicht erzählt, hätte ich das. Aber das Interessante ist, dass die jetzt natürlich, die sind irgendwann voll, die Dinger. Und dann sagt sie, die fahren durch die Stadt, um das irgendwo anders reinzuschmeißen, weil das steht unter Strafe, die im normalen Müll zu entsorgen. Trennen die das danach auch? Braun und gelb? Das meine ich ja. Ach so. Ach so, das. Aber das ist doch auch Quatsch. Das ganze Glas, was wir sortieren und so weiter und so fort, das kommt an der Mülldeponie meistens auch alles auf einen Haufen. Ja, natürlich, und wird wieder eingeschmolzen. Das also, ist so, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie dadurch nur Platz sparen wollen. Ich weiß nicht, ob die ganz schwer zu entsorgen sind, die Dinger, weil da so viel Plastik drin ist oder ganz ehrlich. Also mir kam es manchmal schon vor, weil ich im Stadion im Fußball war und eine Bratwurst gegessen habe und da drauf Senf und die machen ja richtig viel Senf. Und wenn du das auf dein T-Shirt kleckerst, das sieht aus wie Kinderkacke. Als ob die echt den Senf daraus machen. Ne? Aus den Windeln Inhaltsstoffen. So. Wo gucke ich jetzt? Limit wieder erreicht. Oh Gott, wir fangen erst an. Ja. Sehr gut. Als du Container eben gerade sagtest mit den Windeln. Ja. Habe ich erst an Babyklappe gedacht, dass es die schon gibt, warum das nicht weiß. Deswegen kam das so spontan. Ja, ich hatte überlegt erst. Aber die gibt es ja wirklich. Also das ist ja auch... Eigentlich fragt man sich, ob das moralisch vertretbar ist, aber andersrum ist es besser, als wenn sie die Kinder... Besser als wenn sonst was, ne? Also das, da will ich gar nicht nachdenken. So, ich muss nachfüllen, nur bevor wir hier anfangen. Du, das läuft... Ach, wir haben ja schon angefangen. Das läuft erst 10 Minuten. Es ist warm heute, oder? Es sind über 30 Grad. Wir sitzen hier schon im Schatten. Haben die Feuertonne extra angemacht. Jetzt sind es 35 Grad. Wobei, wie gesagt, eben gerade ein paar Tropfen fielen. Ja. Die kamen, mir ja nicht glauben wollen ich wieder. Ich weiß nicht, aber die kamen, glaube ich, gar nicht bis zum Fußboden. Nee, vorher die hast du ein paar Pfuffen sehen. Ja. Durch die Feuertonne jetzt erst recht noch. Das ist also krass, ne? Es wird Zeit für Regen. Ja, das wird es. Das wird es. Ja. Also Kollege, ich sehe, du hast einen Zettel in der Hand. Was heißt denn das jetzt? Nee, das hat nichts zu sagen. Hat nichts ich zu sagen. Voll, dann schmeiß ich noch in die Feuertonne. Mein Naja. Ja, wir haben uns mal wieder ein Spielchen ausgesucht, ne? Schnick, Schnack, Schnuck? Schnick, ja, genau. Stern. Schere, Stein, Papier. Oder? Wie gut, dass das ein Hörspiel ist hier, ne? Ja, genau. Wir können ja die Geräusche nachmachen. Ja, von TKKG zum Beispiel. Weißt du die Melodie von der? Ich habe es, glaube ich, zweimal gehört in meinem Label. Nee, was hast du dir für ein Spiel dann ausgedacht? Nee, wir, komm. Diesmal haben wir. Du dir das ausgedacht. Ja, nein. Ich hab nur darauf reagiert. Wir
stellen uns abwechselnd Fragen. Oder Fragen, ne? Oder Fragen. Mhm. Und der andere jeweils beantwortet sie kurz und dann kann derjenige ja trotzdem auch die Frage beantworten, finde ich. Das ist ganz fair. Ja, und mit einer kleinen, kurzen Erklärung oder längeren oder wie auch immer Erklärung, warum ja, er genau. sich so entschieden hat, ne? Ja, ja, richtig. Bedenkzeit oder eher spontan? Ja, wenn man jetzt so 5 Sekunden Bedenkzeit hat, also man sollte schon sehr spontan sein, weil im Endeffekt kann man da nachher erklären. Ja. Also, ne? Ich habe einige Sachen gefunden, da würde ich wieder beide sagen, aber... Ja, man muss sich dann für eins entscheiden. Genau. Das. Wer soll anfangen? Du bist der Erfinder dieses Spiels. Ich bitte dich. Okay, pass auf, ich fange diesmal auch wieder einfach an. Einfach? Mhm. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Duschen oder baden? Alter. Ja, was denn? Duschen. Ja, siehst. Duschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was machst du lieber? Also, es soll ja, mal ja. davon abgesehen, soll es ja umweltbewusster sein zu duschen, weil man weniger Wasser verbraucht. So. Ja, was geht weil, ja. Weil die Badewanne ist ja, die fasst ja ordentlich Liter. Ja. Gut, wenn du deinen Körper reinlegst, du brauchst nicht so viel Wasser, das steigt automatisch sehr hoch. Ne? Bei mir ist es eher... Schade ist, dass man die Feuertonne nicht anheben kann, sonst würde ich sie schmeißen. Aber ich glaube, deswegen machst du sie auch immer an. Ja, genau, damit das nicht passiert. Du geile Feuertonne, du. Nein, ich würde tatsächlich auch duschen sagen. Ich weiß, baden macht man gern. Ja. Aber es ist bei Weitem nicht so, ich dusche zum Beispiel ja auch öfter als baden. Und ich finde es schneller, effektiver, man ist schneller raus. Baden ist sowas relaxen. Also ich bade ja, auch mal so. Gern. Aber das ist so zur Entspannung. So. Da muss man auch Zeit haben, finde ich. Und nicht ja, ja, genau. duschen zum ja, weil das Wasser werden. Ja auch so lange braucht, bis es drin ist. Nee, bei mir ist es, das braucht das bis Wasser das so lange, bis es raus ist, weil es so dreckig ist. Auweia. Aber stell dir mal vor, du lässt das Wasser ein, dann bist du mit Duschen fertig. Ja. Hä? Warte mal. Oder duschst du erst und wenn die Wanne voll ist, gehst du baden. Ja, wollte ich gerade sagen, ich lasse doch nicht Wasser. Ach so. Oder duscht ein anderer. Und du hast einen Stöpsel drin, damit du danach baden kannst. Das würde ja gehen, wenn meine Dusche über der Badewanne. Das ist bei dir, ne? Das ist bei mir nicht. Ach so. Das ist extra Dusche. Ja, ich, aber ich du könntest bin auch so ein reicher Typ. Leitung legen. Eine Leitung legen. Mhm. Ich könnte ja beim Abfluss unten ja. eine Leitung anbringen und die direkt in die Badewanne so. Genau. Ja, also und eine Pumpe, dass wenn du wieder mit dem Baden fertig bist, ja. der dritte das Wasser wieder als Dusche nutzen duschen, kann. Ja. Und wenn man alles schnell genug hat, dann ist es ja immer noch warm. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Und der Letzte, der das ja? dritte Wasser abkriegt, das ist immer der, der beim Essen nicht aufgegessen hat oder so. Das ist eine gute Idee. Ja, sehr schön. Ich schreibe mir das mal auf. Ja, genau. Es wird dir bestimmt gedankt in der Familie. Also pass auf, ich habe keine Alter, was ist hier los? Das ist ein lauter Zug. Kann wieder einer nicht Zug fahren. Ich habe keine Reihenfolge, so wie mir das eingefallen ist. Ja, und ich bin deswegen darauf gekommen, weil mir das letztens passiert ist, als Uschi die Zeitung ausgetragen hat und ich mit war. Ja. Und da habe ich jemanden gesehen im Vorgarten, wo das, also da schien richtig die Sonne so raus. Und daher, da kam mir das Arschgeweih oder Maurerdekolleté. Was? Warte mal, das kann ja nur ein Tattoo sein, ne? Arschgeweih ist Tattoo hinten, ja. Ja. Und was ist ein Maurerdekolleté? Maurerdekolleté? Ach so, warte mal, ist das was zu trinken, ne? Nein, nee. Nein. Maurerdekolleté ist doch, wenn du ein Kerl eine Hose anhat und in eine Hocke geht und du hinten in die, oder wie in die Arschritze gucken kannst. Und dann sieht das so busenmäßig, ja. so ja, ja. Maurerdekolleté halt. Du nee, dann Arschgeweih. Findest du besser oder schlechter? Nee, finde ich besser. Besser. Ich stelle mir das jetzt dauerhaft vor. Und wenn ich ständig in die Hocke gehe und man sieht meinen Arsch und ich werde jedes Mal darauf hingewiesen, das ist dann schon doof. Und mir ist es wirklich passiert. Ich habe da gesehen, da hat einer gepflastert. Und das, ja, ja. Also, und den konntest du bis in den Hals gucken. Ja, ja, das ist so. Es gibt einige und denen interessiert das auch nicht, ne? Nö. Ich glaube, selbst wenn du es sagst, nicht. Nö. Also selbst wenn ja, nö, denen ist das Latte. Dann guck doch woanders hin oder keine Ahnung. Ja. Krass. Also, ja, ja. Und das, wie gesagt, das hat geleuchtet bis ins Nachbardorf. Ja. So. Also das. Aber du würdest eher sagen, Maurerdekolleté. Nee, das ist abstoßender, definitiv. Ah, ja. Ich weiß nicht, wie Frauen das sehen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das so unbedingt. Ich glaube,
das ist nicht irgendwie erotisch. Vielleicht oder schreibt so ja was. Irgendeiner mal was oder so. Nein, aber Arschgeweih hat ja auch so ein also ich glaub, hat ja jeder auf gut Deutsch gesagt, so, ne? Immer ja. Dieser Spruch. Ja, genau. Und damit ging das ja auch los, diese Tattoo-Phase, wo jeder ein Tattoo und Arschgeweih war ja auch so ein eher die Frauen, die das gemacht haben. Und ich glaube, dass viele sich jetzt inzwischen ärgern, weil das halt total auf ist. Das ist wie mit diesen Tribalen, die du immer auf den Waden so gehabt hast, ne? Ja, genau. Hat jeder Dritte gehabt eine Zeit lang. Und jetzt ist es langweilig und naja, ich finde immer, solange wie du was Persönliches hast, hast du auch was Besonderes. Ja. Na, ich finde immer so, Tribal, Arschgeweih, das sind so Sachen gewesen, die wollten ein Tattoo haben und die wussten nichts anderes. Ja, genau. Mittlerweile, wie sagt man so schön? Personifiziert. Personifiziert, genau. Ja. Sicher jeder irgendwie. Und da entstehen ja schöne Sachen. Genau. Und was ich auch so mitgekriegt habe, dass sie, was ich die Namen der Kinder in chinesische Schriftzeichen. Ja. Aber das ist ja auch schon nach hinten losgegangen, ne? Dann stand da irgendwie Arschloch oder sowas. Also genau. Oder diese Strichcodes. Oder diese Herzfrequenzlinien. So klein. Oder wie in dem Film In Time. Das ist geil, ne? Der Film ist auch. Justin Timberlake ist der, ne? Mhm. Ja, der ist auch großartig. Schon cool. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein Tattoo ist. Naja, wir schweifen ab. Machen wir sonst nicht. Gabel oder Löffel? Löffel. Und weißt du warum? Na? Weil ich so einer bin, der die Spaghettis immer durchtrennt. Ja. Und dann mit dem Löffel frisst. Ja. Ich kann das inzwischen, die drehen. Ja. Aber danach sehe ich aus wie meine Tochter, als sie 2 war und Möhrenbrei essen musste. Also, das für mich ist. Ich bin tatsächlich auch ein Löffeltyp. Hauptsache, du gibst sie nicht ab. Nö. Mhm. Ich bin auch nicht Uri Geller. Mhm. Ach du. Aber ich esse sehr viel als Nudeln und so weiter und so fort. Das ist ja auch was du halt löffeln kannst. Und ja, genau. Also klar, das heißt ja jetzt auch nicht, dass man gar keine Gabel nutzt, ne? Aber ich bevorzuge Löffel bei vielen Sachen einfach, wo andere eine Gabel nutzen. Ja, Salat. Cool, ne? Salat essen viele. Hat das was mit Faulheit zu tun? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube wirklich jetzt, nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Also, ich finde Löffel besser, weil du bei Salat, bei Nudeln, wenn eine Soße da ist, du kriegst dann auch die Soße mit. Mhm. Mit der Gabel eben nicht. Ja. So, das ist vorteilhaft. Ich würde jetzt wieder sagen, ich krieg mehr rauf. Als mit der Gabel. Aber dann habe ich den Lacher wieder auf meiner Seite, ne? Nimm mal das. Milchschlucker. Ja, guck mal, ich habe so einen Tattrich, da fällt immer alles wieder runter. Da kommt sowieso nur eine Nudel an. Ja, siehst du? Ja, genau. Du wirst nachher wieder getriggert. Ja. Hund oder Katze? Oh. Ja, ich soll ja spontan. Hund. Ah, echt? Ja. Erzähl. Hm. Weiß ich nicht, seit klein auf an. Ich habe absolut nichts gegen Katzen. Ich finde sie süß, niedlich, allen drum und dran. Ich habe auch selber welche gehabt. Aber ich stehe eher auf Hund. Ich finde Hund irgendwie, ein Hund hört, wenn du ihn ordentlich erziehst. Ein Hund ist auch eine treue Seele in der Hinsicht. Katzen sind so ein bisschen eigensinniger. Mit denen kannst du auch kuscheln, die kommen halt auch an, wenn sie es wollen, aber nicht, wenn du es willst, weißt du? Ich kenne nur durch meine Uschi auch Katzen, die kommen, wenn du sie rufst und so weiter und so fort. Alles gut, alles schön, aber ich finde ganz einfach, immer, dass, bei einem dass Hund, es eigentlich nicht geht. Genau, jetzt geht es auch gar nicht um Sitz, Platz und so weiter, nee, genau. Also es musst du schon beibringen. Aber nee, habe ich irgendwie ein besseres Gefühl bei. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen Katzen, aber... Wobei ich bei Hund wirklich vorsichtig wäre. Grad die beißen. Bei Sitz, Platz, sitzt, dann sitzt er und wenn du sagst Platz, dann... Platzt er. Deswegen, das ist... Ach so. Deswegen habe ich keinen Hund. Ja. Nicht mehr. Ja, mhm. Okay. Nein, ich habe an was anderes gedacht. Ich habe wieder nur praktisch gedacht. Und, ach so. Hunde sind praktisch, ja, wenn du ein Grundstück hast, das ist die lebendige Alarmanlage. Besser geht's nicht. Besser. Aber stell dir mal einen Hund theoretisch vor. Wow. Habe ich jetzt. Okay. Alter, was ist mit dir los heute? Schon das dritte Ding. Ich zähl mit. Nein, aber wenn ich hast in Urlaub fahren will, wenn ich in Urlaub fahren möchte, dann hast du immer den Hund an deiner Backe. Ja. Und so meine ich das auch.
Du musst immer den entweder jemanden organisieren, der auf den Hund aufpasst, oder du musst ihn mitnehmen. Du kannst ihn nicht irgendwo an einen Baum binden. Ja, aber wie willst du das dann mit der Katze machen? Katzen sind eigenständig. Katzen, du hast einen Futterautomaten. Bei Katzen würde es auch ausreichen, wenn ein Nachbar kommt oder ein Freund kommt und alle drei Tage Wasser hinstellt und Futter. Ja, weißt du? ich glaube, sowas checkst du aber vorher ab. Und entweder hast du auch jemanden, der den Hund zu dem Zeitpunkt übernimmt. Genau, das meine ich ja damit. Ja. Deswegen haben wir zum Beispiel keinen Hund, weil das einfach zu anstrengend ist. Weil das, ich möchte das auch keinen aufbürden. Und ich möchte auch meinen Urlaub ohne Hund genießen. Und deswegen kommt Hund nicht. Deswegen habe ich ja gar kein Tier. Ja. Ja. Also von daher, sowas muss abgeklärt sein. Ja. So, und es gibt ja auch viele Katzenbesitzer, die dann quasi die Tiere in die Katzenpension geben. Und genauso gibt es ja dann eigentlich, glaube ich, auch für Hunde Hundepensionen und für alle anderen Tierarten ja auch so. Oder was? Du hast halt wirklich jemanden. Hattest du nicht schon mal Tiere? Du hast doch mal letztens erzählt, du hast Läuse gehabt. Die habe ich alleine gelassen, als ich in den Urlaub gefahren bin. Da kam dann auch keiner und hat die gefüttert. Und als ich wiederkam, ja, dann sind sie mir weggelaufen gewesen. Musste ich mir wieder neue kaufen. Hast du aber gemacht. Ja. Aber wir reden ja über Hunde oder Katzen. Richtig, genau. Warum aber schön, dass du mich daran erinnert hast. Würdest du bitte noch weiter weggehen? Ich glaube, wenn ich heute wieder nach Hause komme, sind sie wieder weg. Lange halten sie es ja nicht aus. Nee. Oh Mann, ist das schlecht. Ist das ich hol mal nochmal Holz. Ja, hol mal nochmal Holz. In der Zwischenzeit. Wenn du jetzt fragst, Holz oder Eisen, dann sage ich Holz. Nee, so eine Frage habe ich nicht. Penny oder Lidl? Penny. Boah, das kam aber. Definitiv. Ich weiß nicht warum. Da wird sich jetzt aber jemand freuen. Ja, und meine Uschi, ich sag nicht, wer es ist, wird sich nicht freuen. Ich weiß, welche Uschi du meinst. Genau, weil sie da arbeitet. Ja. Aber es liegt daran, dass wir einfach sehr oft im Penny einkaufen, weil er dicht das dran ist und also jetzt nicht aus irgendwelchen bestimmten Gründen. Keine Ahnung. Das sehe ich genauso. Ja. Meine Ex-Frau hat ja auch bei Lidl lange genug gearbeitet, also von daher. Aber ich sehe das genauso. Penny, gut, ich beliefer nur auch Penny. Aber wenn man es genau aber vom Sortiment her. Außer die Eigenmarken ist doch kein großer Unterschied eigentlich, oder? Ich meine, da kannst du auch einen Rewe qualitativ? Kriegen, doch, schon. Bist du der Meinung? Ich wüsste zum Beispiel, dass die Backabteilung bei Penny momentan besser ist. Echt? Ja. Okay. Obwohl, naja, wie gesagt, dafür ist vielleicht was anderes. Also es ist Gewohnheit. Ich glaube, wenn ich 10 Jahre jetzt zu Lidl gehen würde und da einkaufen gehen würde, würde ich halt immer Lidl bevorzugen. Ja, ich denke auch. Bevorzugen. Ja. Na, aber Penny. Ja. So. Ja, siehst du. Na? Das ist... Sind wir, also wir sind einer Meinung. Ja, schon vor allen Dingen das zweite. Ja, Arschgeweih waren wir auch schon. Stimmt. Ich mach mal, jetzt eine gute Idee. Ich mach mal einen Haken, wenn wir einer Meinung sind. Oh. Und einen Blitz, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Ja. Sehr gut. Machst du das auch? Nö. Arsch. Bin faul. Bud Spencer oder Terence Hill? Oh, das ist böse. Das Terence ist fies, Hill. Ne? Oh, warum? Ach, das reicht schon. Mhm. Also, ich mag beide, aber Terence Hill lebt noch. Genau. Bud Spencer hat uns einfach im Stich gelassen. Und das wäre ein Typ, mit dem hätte ich gern Bier getrunken. Ja. Aber Terence Hill auch. Ganz lieber, aber ich habe sehr, also ich gucke zum Beispiel auch Filme, wo nur Terence Hill spielt. Ja. Aber ich gucke keine Filme, wo nur Bud Spencer spielt. Okay. Es ist so eine nicht sympathisch Ding. Das ist so ein, du fixierst dich einfach auf eine Person dann. Ja. Weißt du? Und dann gefällt sie dir einfach immer besser irgendwo ein Stück weit. Ich kann das nicht erklären. Doch, lass mich, also, du hast dich in seine blauen Augen, hast du dich verliebt, komm. Das tief. Nee, er kann Deutsch, Bud Spencer nicht. Ach so. So. Bei mir ist es umgekehrt. Ich war ganz lange auch so, wenn ich Filme gesehen habe mit den beiden, habe ich immer gesagt, so Terence Hill, ne, als ich jung war. Terence Hill ist der wendigere von beiden, der macht noch lockere Sprüche, diese Slapstick-Einlagen, wo er immer dem anderen den Revolver aus dem Ding zieht und eine klatscht, wieder reinsteckt und so. Das war großartig, ich habe mich weg. Aber am Ende glaube ich,
Also am Ende finde ich Bud Spencer einfach cooler. So als gemütlicher Brummbär. Du hast ihm nicht geglaubt, dass er das wirklich so schnell gemacht hat, ne? Und deswegen hat er an Sympathie verloren. Richtig. Nein. Nein. Also ist schwer zu sagen. Weil er immer so dreckig war in den Filmen. Das waren sie beide. Aber gefressen haben sie auch beide wie ein Schwein. Alter, also von daher. Ist schon geil. Ja, das ist schon kultig. Und das Schöne ist, dass die leben ja in den Filmen immer weiter, ne? Die werden immer noch geguckt, selbst von meinen Kindern. Die finden klar. Das ist cool. Klar. Kultstatus. Klar. So. Wie ist das mit dem Bild Weltkulturerbe? Und sind die beiden da drunter zu sehen, ne? Irgendwie? Kennst Echt? Du das? Nee, das gab's nicht. Das ist natürlich nur Fake, aber am Ende stimmt's ja. Das ist es. Okay. Weltkulturerbe. Psst. Vielleicht sehen wir ihn. Wir verstecken uns. Ja, ja. Seid aber leise, du Scheißfeuer. Toll, jetzt ist er weg. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Ich hoffe nicht. So, Konsole oder PC? Oh, PC. PC. Ja, das war ja einfach. Ich fand es auch einfach. Das hättest du auch wissen müssen. Aber ich weiß einige. Einige Sachen, glaube ich, könnte ich selbst. Und der Grund ist, liegt auf der Hand. Ich schraube einfach zu gern an PCs rum. Auch an alten PCs. Bau die zusammen, frisch die auf. Geh zu irgendwelchen Leuten, die Hilfe brauchen. Und kauf Komponenten, bau die wieder ein und was weiß, mach ich zu gern. So, ja. für nichts, weil das macht mir einfach ganz viel Spaß. Ja. Und das kannst du mit Konsolen eben nicht machen. Und ich bin immer noch der Meinung, klar, der PC, wenn du jetzt, sage mal, ein Spiel in 60 FPS spielen möchtest auf dem PC, in einer bestimmten Auflösung und auf der Konsole das gleiche machen möchtest, die ja, ich glaube, die PS4 kann derzeit nur 60 FPS, die Firmware wird mehr können, dann musst du für den PC definitiv viel, viel mehr Geld hinlegen, was Spiele angeht. Ja. Weil die Grafikkarte kostet dann in etwa das, was die PS4 kostet, als Beispiel. Ja. Also nicht wegen der Kosten, da würde ich definitiv dann eher Konsole sagen, aber wegen der Erweiterbarkeit und einfach der Faktor, dass du mit dem PC insgesamt neben dem Spielen viel mehr machen kannst. Mhm. Viel mehr. Und das finde ich... Also prinzipiell ist es bei mir genauso. Du kannst mit dem PC viel mehr machen, als sie mit der Konsole. Es ist halt eine reine Spielekonsole. Bei mir kommt noch dazu, dass ich halt mit PC groß geworden bin. Ja, genau. So, und die Konsole kam irgendwann dazu und dann hieß es reine Spielekonsole. Macht natürlich auch Spaß, die Spiele, die da drauf zu spielen sind, die du teilweise natürlich auch gar nicht auf dem PC kriegst. Das macht Spaß, aber ich würde mich auch jederzeit für PC entscheiden. Mhm. Punkt. Hast du mit PC angefangen? War PC ja. dein erster? Also nicht der allererste Computer. Vorher. Ja, das meine ich aber. Beim PC ja, der 386er oder wie das hieß. Ja genau, aber davor schon Berührung mit irgendwas? Nein, Atari Amiga, ja, C64. Genau. Das meinte ich eigentlich. Ja. Also das gab es vorher definitiv. Ja, C64 angefangen, dann Amiga. Zu DDR-Zeiten? Hm? Auch schon? Ja. Also irgendwie diesen KC-Kleincomputer-DDR-Dinger. C64. Nee, den gab es zu DDR-Zeiten ja nicht. Den C64? Nee, den gab es erst danach. Den gab es nach der Wende. Es sei denn, du hast gute Beziehungen im Westen gehabt. Dann hast du den... Es gab echt erst den Amiga? Auch der Amiga ist alles Commodore. Das ist alles westdeutsche Technik. Aber ich... In DDR-Zeiten gab es diese KC85123, KC87. Das sind diese Dinger mit den schmalen Tasten oder mit den ganzen runden Tasten. Richtig DDR-Computer. Kleincomputer von Robotron. Oh Gott, das kann ich. Jetzt müsste ich ein Bild sehen. Also jetzt bin ich überfordert, weil ich kenne mich... Kann ich dir mal zeigen. Und der C64 ist meine erste, mit einer der ersten Anschaffungen gewesen, direkt nach der Wende. Ja, okay. Weil zu DDR-Zeiten. Es gab, ich habe mal gelesen, einen Artikel in der, ich glaube in der GameStar, da gab es gab wirklich einige, die einen C64 hatten. Und auch schon Amiga zu DDR-Zeiten. Und, oder Amiga noch nicht. Weiß gar nicht, ob es den da schon gab. Jedenfalls nur durch Beziehungen. Westpaket, was weiß ich. Okay. Und dann komm mal da an Software ran. Das kriegst du ja nicht. Du hast ja früher immer Software gehabt. Es war ja nur Raubkopiererei. Ja, ja, richtig. C64. Ja, ja. Ne? Und da bist du nach der Wende logischerweise überall rangekommen, aber zu DDR-Zeiten nicht. Da musstest du dann irgendwie bis dahin, dass du Source-Code hin und her geschickt hast. Wirklich ausgedruckt und abgetippt hast, damit du ein Spiel spielst. So. Das war Wahnsinn. Ja, also dann, schon. Wie gesagt, dann muss das irgendwie... Also ich hatte vor... Also mein allererstes Ding war halt wirklich ein C64. Dann war es wahrscheinlich zur Wendezeit. Ja, okay. Gehe ich von aus. Oh. Ja.
Ja, ist so ein super Ding. Ne? Ich habe den immer noch. Echt? Ja, ich habe den noch stehen. Ne? Lange nicht mal ausprobiert, aber... So, jetzt muss ich hier mal... Die Schippe nehmen. Die Schippe. Ich mach mal eine Schippe. Meine Schippe. Ach, so, du bist dran. Ich bin dran. Das heißt, da kannst du einen Haken hintermachen, für beide sind der gleichen Meinung. Aber du machst das ja nicht. Ja, das machst du ja. Ich Wahnsinn. Kannst du nicht mal eine Statistik hier machen? Oh, jetzt, das ist bestimmt auch böse. Aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Audi oder Mercedes? Mercedes. Das war klar. Warum fährst du denn einen Audi? Ich kann mir Mercedes nicht leisten. Nein, ich hatte ja tatsächlich die Möglichkeit, mir einen Mercedes zu holen und wollte den ja auch schon fast. Du kennst die Story, glaube ich. Ja, nicht so hundertprozentig, aber du musst es auch nicht bis ins Detail. Nein. Es war halt, dass der Autohändler mir ein Auto verkaufen wollte, auf Ferne. So, ja. Und ich habe natürlich darauf gepocht, Fotos zu bekommen. Und da tat er sich erst ein bisschen schwer. Und dann schickte er mir Fotos. Und in der Zwischenzeit sagte er dann, dass ich eine Kaution hinterlegen soll für das Auto. Und da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Wo gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas? Ja, er wollte von mir 1.000 Euro haben. So, und was? Im Endeffekt habe ich dann über WhatsApp Fotos bekommen. Und da war dann Kratzer und Rostspuren drauf. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, nein. Was ist denn das für ein Verkäufer? Das ist ja für dadurch, dass ich aber viele Leute ja vorher schon verrückt gemacht habe, mit ständig irgendwelchen Fotos schicken, was findest du denn da oder was, beziehungsweise wie findest du den, hieß es dann irgendwann mal, Alter, jetzt fahr doch einfach mal los. Ja. Zu 2-3 Autohäusern und dann guckst du, was da für ein Auto gibt, ob dir eins gefällt. Ist immer besser. Und dann zack. Ist immer besser. Soll ich dir was sagen? Geht mir ganz genauso. Und ich bin auch so ein Typ, der eher ins Internet guckt und denkt, da siehst du alles und das reicht. Ja. Aber du siehst eben nicht alles. Und wenn du ins Autohaus fährst, stehen da immer noch andere Autos und du kriegst möglicherweise noch ein größeres Schnäppchen oder einfach ein besseres Auto. Ich habe damals ja sogar bei diesem größten Autohändler auf der Autobahn, da ist das A1 oder was? Ach, hier angerufen. A7 Richtung Hannover runter, ich weiß. Dieses riesen Ding. Habe ich angerufen, habe mich für einen interessiert. Da sagt er, nee, unser Hof ist nur für Geschäftsleute. Echt? Und ich so, das ist doch aber alles bei Mobile drin. Ja, aber es ist nur für Geschäftsleute. Privat leider nicht. Hättest du sagen sollen, ich mache doch mit ihnen gleich Geschäfte. Mhm. Oder ja, ich so kann bei ihnen gern mein Geschäft machen. Der war wieder gut. Da bin ich geistig gar nicht auf der Höhe gewesen. Ist aber auch gut, egal. Nicht nur da. Aber das ist jetzt egal. Das, wir und du? Audi. Ja? Ja. Aber das liegt daran, dass meine Eltern früher einen Audi hatten und ich da echt auf Audi stand. So. Warum fährst du dann Hyundai? Und Kia, meinst du? Kia. Hyundai, ja, das Kia. Weil das der Ursprung ist. Der Aha. Ursprung des Ganzen ist ja Kia und Aha. alle haben sich davon auch Audi davon abgeguckt. So. Und ich habe jetzt den Ursprung, den Urvater. Nein, weil ich mir Audi nicht leisten kann. Ba-bam. So. Nein, das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde Audi einfach cool. Ich hab's Wobei doch verstanden. Das inzwischen. Doch, ja. Inzwischen ist das ja so, die sehen ja so abgedreht geil aus, die Audis. Ja, hat ja schon was. Klar. Echt schick. Ich habe auch ein bisschen Angst, was Mercedes betrifft, weil die Sorten mittlerweile werden, entschuldige das Wort, aber die werden immer omahafter, opahafter. Ja, ganz genau. Und weißt du was, das hatten die schon früher schon mal, ja. wo du immer gesagt hast, wenn einer Mercedes, diese C-Klasse früher, ja. dieser möchtegern Mercedes, hast du immer gesagt, Opa-Auto. Ja. So. Aber ich stehe auch noch auf sportliche Autos. Ja. Und er ist einfach auch sportlich und deswegen habe ich mich da in den halt, ist auch egal jetzt so. Okay. Nicht einer Meinung. Genau. Das ist jetzt was für dein Auge, da meine ich jetzt dein Auge mit. Ne? Deine. Pass auf, verstehst du gleich. Bikini oder Badeanzug? Also nicht, dass du es selbst trägst. wenn ich sondern vom wenn Spiegel du am Strand steh. Stehst und du siehst jetzt zum Beispiel Frauen. Ja, es kommt ja darauf an, wer drin steckt. Also was für eine Frau, kein Kerl. Nein. Mann, mit wer, auch, ja, ich mit weiß, wer was du meine sagen ich auch nicht willst. Welche Person, ja. sondern wie die Frau aussieht. Gibt es bei dir kein Grundprinzip? Wäre es dir also egal? Ja, vom Prinzip her schon. Bei Bikini sieht man halt mehr Haut, aber das muss ja nicht unbedingt positiv sein. Also im Endeffekt, ich finde Bikini hübscher. Ja. Gerade weil so ein, ich finde so ein
Badeanzug sieht immer aus wie so ein Taucheranzug, habe ich immer das Gefühl. Zumindest vorne rum, weißt du so. Ganzkörperkondom. Ja, na, ist ja im Endeffekt. Und wir rennen ja auch nicht so rum. Wieso gehst du schon wieder mit dem Neo ins Wasser? Ist dir kalt? Geil. Gut. Nee, aber, ja, okay, alles klar. Mhm. Also, das ist so meine Begründung, ne? Ich finde die gut. Ja. Ich, wenn das nächste Mal wieder so warm ist, ich komme mit Bikini. Versprochen. Das möchte ich sehen. Aber obenrum auch. Echt? Muss das sein? Mhm. Kommst hier mit deiner Badehose an und sagst, hast du das Oberteil vergessen, ne? Ja, aus Versehen. Nee. So kommst du mir nicht durch. Ich könnte noch mehr sagen, aber jetzt, ich lasse es. Nicht. Das ist zu viel des Guten. Wir haben hier FKK. Genau. Es wird windig. Es wird windig. Windig. Very dull windig. Ah, Apollo 13. Mach mich nicht so unglücklich. Tacken oder Keksten? Jetzt muss er überlegen, was war nochmal genau, was? Genau, was war was? Genau das. Scheiße. Na, was überleg. War das? Tacken oder? Tacken oder Keksten? Jetzt, du musst das Wort so auseinandernehmen. Was von beiden Wörtern ist länger? Was ich wollte gerade sagen, warte mal. Tacken? Das war ja das auf dem Klo sitzen und schreiben. Ja, ja, das andere auch. Ja. Aber die Frage ist, was von beiden passiert mehr? Ach, scheiße, warte mal. Und soll ich das erklären? Du, überleg erst mal. Ich letztes Mal schon versucht zu erklären. Tacken oder Keksten? Also, Keksten, ich schreibe dir das nochmal auf. Keksten. Also, wie Texten, nur mit K. Und das K kommt vom Kacken. Also Keksten. Und das K ist das Einzige, was vom Wort Kacken, ich weiß gar nicht, was ich hier rede, kommt. Das heißt, es wird bei Keksten mehr getextet und weniger gekackt. Und bei Tacken ist das T ja, nur dann von Keksten. Ja, halt, dann halt, ne? Logisch. Wobei ich sehr viel kacke und dabei halt auch Texte. Also bei mir dauert ja beides lange. Jetzt weiß ich nicht, was ich lieber mache. Weil im Endeffekt. Ich mache das nie, deswegen könnte ich das gar nicht behalten. Dann würde ich eher sagen, tacken. Weil ich texte fast nie auf Klo. Ja, texten auch nicht. Ist halt so. Nachrichten abhören. YouTube gucken. Ja. Wie lange bist du auf Klo? 10 Minuten. Wie mein Sohn. Mindestens. Also 10 Minuten schon, ja. Ne, ich kann das nicht. Geschäft verrichten, fertig, weg. Raus aus dem Darm. Bei diesem Großhändler da in Hannover, ne? Was machen Sie da? Genau, ich tacke. Das Geschäft. Genau, das Geschäft. Okay, also sind wir einer Meinung. Scheiß. Oh Mann, ey. Das ist ein Quatsch. Bevor du. Ja. Nochmal auf und ich brauche noch ein Bier. Achso, auch noch. Ja. Dein Handy ist an, ist das richtig? Ja, das, ja. Nee, dein Handy ist an, ist das richtig? Ja. Das brauche ich gleich, deswegen, ich habe den Bildschirm, wie sagt man? Den Dunkelwerder ausgestellt. Den Dunkelwerder ausgestellt. Hat das irgendwas mit Bremen zu tun? Dunkelwerder? Das ist wie mit dem. Ist das schlecht? Ja, ne? Die sind beide pisswarm, die Biere. Das ist auch wirklich warm hier draußen. Ja, das sie nicht vermeiden. Nee. Gut. Wenn du im Urlaub bist du eher der Postkartentyp oder WhatsApp-Status-Typ? Das hat sich gedreht. Jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen. Das hat sich gedreht. Ich habe sehr lange immer gerne noch eine Postkarte geschickt, auch händisch geschrieben und habe auch meine Kinder, sie mögen es mir noch verzeihen, dazu gezwungen. Damals war das mit WhatsApp auch noch nicht so extrem, deswegen, ja. Sie wollten es nie machen. Ich habe es als Kind eigentlich immer gern gemacht, weil es die einzige Möglichkeit zu sagen, hurra, ich bin da und da und schöne Grüße. Ne? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich habe ja auch schon einen Freund gefunden. Bitte schick mir 5 Mark. So. Der typische Text. Ja, ja. Das hat sich natürlich jetzt gewandelt. Und ich finde den WhatsApp-Status inzwischen richtig geil, weil du kannst Bilder, die du zeigen möchtest, direkt verschicken, also die sehen das sofort und nicht erst 2 Wochen später, wenn die scheiß Postkarte ankommt. Und derjenige, der das nicht sehen will, guckt sich das einfach nicht an.
wohingegen die Postkarte in seinem Briefkasten liegt, so, ne? Also, ja. Also ich bin dann inzwischen eher WhatsApp-Status, muss ich sagen. Ich bin da momentan wirklich komplett raus. Also ich, wenn ich mich natürlich wieder entscheiden müsste, also würde WhatsApp ich selbst deinstallierst? Sogar, nein, aber mit diesen, also WhatsApp-Status. Ach so. Zum Beispiel, ne? Also mache ich schon seit längerem gar nicht mehr. Ich poste bei Instagram, logischerweise, aber wie gesagt, wir reden hier über WhatsApp-Status. Ich finde es schön, wenn es Leute gibt, die sowas wünschen mit Postkarte oder Briefe schreiben oder sowas. Ja, kann man sich definitiv auch mit arrangieren und auch machen. Aber es ist... Soll ich dir was sagen, meine Großmutter hat kein Handy. Natürlich schreibe ich der eine Postkarte. Ja, richtig. Ne? Und auch meiner Tante schreibe ich eine Postkarte, obwohl sie das in WhatsApp sieht. Ich finde das noch nach... Aber ich finde das andere einfach inzwischen sinnvoller. Und ich habe früher mal gedacht, als das losging mit diesem Status, dass wenn die Leute irgendwie aus ihrem Urlaub, ich gedacht, müssen die jetzt so angeben oder das geht mir auf den... Mhm. Aber am Ende ist es schön zu sehen, wo sie sind, was sie machen, du erfährst damit man mehr. Bei denen einbrechen kann. Genau, du weißt, dass sie nicht zu Hause sind und du weißt, dass sie definitiv in 3 Tagen Scheiße ist nur, wenn die zu Hause sind und irgendwelche Fotos reingesetzt haben, um zu prahlen. Nee, die Fotos, die an der Wand hängen, fotografiert. Genau. Sich reinkopiert. Also prinzipiell, ja, wenn ich mich entscheide, WhatsApp-Status, klar. Und weil es einfacher geht. Aber stimmt, du machst keinen Status. Nein, ne? Schon lange nicht mehr. Nee. Schon echt wirklich lange nicht mehr. Ja. Soll nicht heißen, morgen ist eins drin. Was ist das denn für ein Spinner? Ja. Nein, weiß ich nicht. Aber es ist eigentlich auch eine schöne Idee, so Postkartenbriefe und so weiter und so fort. Aber naja, ist egal. Du bist dran. Ich bin dran. Oh, du machst ja hier richtig Hackengas. Ach, weil wir... Boah, die Zeit verrennt. Schlager oder Volksmusik? Schlager. Alter, was ist hier los? Egal. Okay, alles klar, das reicht als Antwort. Das finde ich tatsächlich schwieriger. Ehrlich? Weil wenn ich zum Oktoberfest fahre, dann gibt es da bayerische Volksmusik. So. Und die ist cool, die passt dazu. Ich interpretiere aber... Und der Schlager wirklich halt so, dieses, ne? Ja, 1-2 so. Tipp-Schlager. So. Roland und Volksmusik. Zum Beispiel sowas, ja. Oder irgendwelche anderen Blas. Ist denn Klaus und Klaus ist ja nicht Schlager, ist ja Volksmusik, oder? Oder ist das Schlager gesagt? Ja? Schlager ist, glaube ich, auch deutlich breit gefächerter. Weil du kannst ja sogar einige Musikstücke, die nach, richtig nach Techno klingen, als Schlager einstufen. Das vermischt sich sehr. Wobei Volksmusik finde ich schon. Und Volksmusik ist ja, ich hätte dazu schreiben sollen, deutscher Schlager oder deutsche Volksmusik, weil die Volksmusik in Irland ist ja eine ganz andere. So. Aber gut, ich bin bei dir. Bei mir jetzt ist es auch eher so. Achso, das hatten wir ja schon. Ich bin bei dir. Jetzt habe ich gesagt, ich bin bei dir. Das ist auch so ein Scheiß. Das ist so abartig. Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Ehrlich? Ja. Ich esse viel zu gerne Kartoffeln. Wahrscheinlich vererbt von meinem Vater, wahrscheinlich auch, weil bei uns in der Kantine, die Kartoffeln einfach Kantinenkartoffeln, die sind hart, schmecken nach nix und ich esse einfach gern. Ja. Was nicht heißen soll, dass ich keine Nudeln esse. Nein, es geht. Und auch gern so. Aber wenn ich die Wahl hätte, immer Kartoffeln. Bei mir ist es auch so, Kartoffeln. Jetzt wird mich meine Uschi gleich lynchen, weil wir in letzter Zeit, also sie nicht, sie ist ja momentan so ein bisschen zuckerfrei, aber ich sehr viel Nudeln esse. Aber vom Prinzip her mag ich Kartoffeln lieber, weil man, finde ich, viel mehr mit Kartoffeln essen kann. Also ist mein Empfinden. Natürlich kannst du auch alles, was du mit Kartoffeln isst, mit Nudeln essen. Natürlich, Nudelsalat. Aber du kannst nicht alles, wo du Nudeln reinknallst, Kartoffeln reinhauen. Ja. Finde ich. So, und so ein Gulasch schmeckt für mich einfach mit Kartoffeln besser. Oder Königsberger Klopse. Ess da mal Nudeln zu. Oder soll ich dir was sagen? Ich esse sogar Hühnerfrikassee mit Kartoffeln lieber als mit Reis. Ja. Das ist tatsächlich so. Also, das ist so meine Erklärung auch dazu. Ne? Ja. Oh, und Kartoffeln. Ich habe so das Gefühl, mein persönliches Empfinden, dass das fast ausstirbt. Jetzt werden viele sagen, nein, um Gottes Willen, was erzählst du oder sowas in der Art, aber also in letzter Zeit, weißt du, woran bei mir liegt es aber auch daran wahrscheinlich, weil ich alleine bin. Kartoffeln. Genau. Ja, richtig. Nee, klar, ne? Also das ist ja auch nicht Bequemlichkeit. Aber so ist es ja auch, du musst die Kartoffeln schälen,
erst waschen, dann schälen, dann wieder waschen, dann kochen und die Nudeln haust in einen scheiß Topf und fertig. Ich habe letztens ganz einfach Pellkartoffeln gemacht mit Quark, mit Fisch, mit so wie wir es ganz früher noch kannten, mit Butter, mit Leberwurst und Salz. Geil. So, auf den Tisch gehauen, klar. Nach der zweiten Kartoffel habe ich gedacht, oh Gott, Pellen, ne? Ja, ja. So, aber schmecken tut das wie Sau. Aber war lecker, es war lecker. Auch, ach, da, und Speisequark, ne? Also Kräuterquark noch dabei. Ja. Ja, herrlich. Das ist geil. Hammer. Ist alle Variationen, die es nur gab und richtig Heißhunger drauf und richtig reingehauen. Das sieht man jetzt auch im Berg. Ess das mal mit Nudeln. Ja. Weiter? Ja. Oh, jetzt habe ich mich angemalt. Tätowieren oder piercen? Tätowieren. Oh. Okay. Ja. Ich hasse Piercings. Du hast ja gar keine. Nee, deswegen ja. Ach so. Nee, ich habe ja nicht gesagt, ich habe. nee, also habe ich damals immer schon festgestellt, ich habe nichts gegen Zungenpiercing und ich habe nichts gegen Bauchnabelpiercing. So, und über intimere Sachen brauche ich jetzt nicht reden. Aber Ohrläppchen-Piercing, das meinst du jetzt, ne? Das zum Beispiel oder Augenbraue oder Nase, gerade Nase, Lippe und was es nicht alles gibt. Aber Ohrläppchen-Piercing ist ja eher so ein Ohrring, oder? Oder gibt es das auch? Ja, aber ich meine jetzt so Augenbraue, Nase, dann so wie so eine Kuh durch die Mittelwand da oder Lippe, Oberlippe, Unterlippe, ist eigentlich scheißegal. Mhm. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich mag das nicht. Ich toleriere es. Jeder, der das machen will, soll es machen. Ist dadurch nicht schlechter oder sowas in der Art, aber ich mag es einfach nicht. Und Tattoo, ich trage auch nicht ein einziges Tattoo. War immer schon mal am Überlegen. Aber ich dachte, das sind die Falten. Entschuldigung, ich dachte, das wäre jetzt das Tattoo. So. Oh. Hat sich erledigt. Wollen wir dann jetzt, es blinkt sowieso gleich das Handy. Aber ja, ich bin der gleichen Ansicht, weil ich bei Piercing habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da sammelt sich Dreck hinter oder Zungenpiercing, Essensreste, weißt du, so ein bisschen. Bei mir ist es Ekel. Ich mag das auch nicht. Das Aussehen, ja, ist okay. So. Aber ich finde Tattoos einfach schön. Also richtig geile Tattoos, das sieht schick aus. Hm? Ja, also bin ich deiner Ansicht. Siehst du. Oh Mann, ey. McDonald's oder Burger King? Oh fuck, Alter. Hat sich ein bisschen gedreht. Ich war ganz lange Zeit McDonald's-Fresser und ich gehe inzwischen lieber zu Burger King. Okay. Ja. Wahrscheinlich, weil ich mich mit McDonald's übergefressen habe oder so. Weil es ein bisschen anders schmeckt. Oh. Also wenn, ist bei mir McDonald's. Ja. Weil ich aber auch vom ersten Tag an McDonald's gehe. Mhm. Also weder KFC noch Burger King, wenn man das überhaupt vergleichen darf. Ich glaube, davon eigentlich gar nicht, ne? Bei KFC gibt es doch, glaube ich, nur. Ja, ne, kannst du auch Chicken Burger kaufen oder sowas. Ja, okay. Aber das ist mir, aber da, das schmeckt war gut. Ich, also Burger King ja, aber KFC war ich noch gar nicht. Ich gehe einfach zu McDonald's. So. Ja. Da gibt es auch keine Begründung. Mhm. Ich habe Burger King so selten besucht und komme immer durcheinander, weil es natürlich einige Sachen da nicht gibt. Ja, deswegen. Aber. Ach du, am Ende schmeckt es ja tatsächlich ähnlich. Ja. Also bei Burger King schmeckt es ein bisschen nach gegrillt eher so. Ja. Dann machen sie auch Werbung, aber ob das jetzt alles. Kannst du ja mal sagen. Ein Döner. Ja. Oder du nimmst einen Big Mac und gehst zu Burger King rein und sagst, hier, der schmeckt mir nicht, könnt ihr den bitte zurück mit. Geil. Echt? Und dann kriegst du einen neuen. Ja. Dann guck ich. Dann. Ach, dann ist es dann. Würde ich ja behaupten, das ist der gleiche, den sie nur anders eingepackt haben. Mhm. Nein, aber. Naja. Krass, ne? Und die gleichen sich auch alle an. Also die Angebote sind ja extrem ähnlich. So. Ich glaube, das müssen sie auch ein bisschen, ne? Ja, natürlich. Ja. Armageddon oder Last Man Standing? Last Man Standing. Klar. Du meinst die Serie, ne? Mit Hör mal, wer da hämmert. Nein. Nein, ich weiß. Aber Armageddon Bruce. Weißt du auch, ne? Der, ja, ja, der, Bruce Willis. Beides. Bruce Willis. Hm. Ja, ja, nee, Last Man Standing, definitiv. Ja. Armageddon auch ein geiler Film, aber Last Man Standing ist, ist einfach geil. Es ist Ikon. Also ich kenne vom Fun, so, wo du wirklich sagst, ich habe da voll geil Bock drauf. Es gibt viele Filme, die ich wirklich sehr gerne gucke und die kann ich 20 Mal gucken. Ja. Aber Last Man Standing kann zu Ende sein und du kannst ihn sofort wieder beginnen.
Ja, es ist so. Das ist ja krass einfach. Es ist wenn einfach du nur nicht geil während des Films diese Jim Beam Flasche schon leer hast, ne? Dann wahrscheinlich nicht. Dann wachst du wieder auf und guckst dann weiter. Genau, genau. Ja. Aber ja, sehe ich genauso. Armageddon ist für mich der Totschläger im Endeffekt, dass Bruce Willis zum Schluss heult. Und das hat für mich. Also ich finde den Film auch geil. Ja, der heult zum Schluss? Ja, weil er sich ja auch. Der sitzt auf dem Mond. Was? Da heult er doch nicht. Doch, der vergießt. Na, heulen richtig, er vergießt eine Träne. Das war der erste Film, wo Bruce Willis war der Actionheld. Ja. Das geht nicht. Wieso blinkt denn das jetzt schon wieder? Das kannst du ja mal aufnehmen. Keine Ahnung. Das hab ich schon. Ach, das hast du schon. So. Für meine nächste Frage muss ich mich mal ganz kurz bewaffnen. Alter, bitte. Was denn? Ach, kein Scheiß. Ich stelle jetzt eine Frage, ne? Und dann beantwortest du sie so einfach. Einfach beantworten. Rostock oder Bayern? Na? Na? Hansa Rostock. So, ich mache jetzt den Podcast alleine weiter. Das ist ja geil. Alter Schwede. Ich brauche dazu nichts zu sagen, ich weiß. Und ich hatte schon das Gefühl, du willst mich auf den Arm nehmen. Echt? Nein, niemals. Niemals. Geil. Niemals. Geile Idee. Idee. Hast du noch eine? Ich habe noch drei. Also bei mir war es übrigens Bayern, ne? Deswegen wollte ich nicht. Ja, aber ich kann ja keinen Blitz machen, du machst ja nichts. Ja, richtig. Du, ich weiß, dass du kein Schnapstrinker bist, ja, aber dass du zu gewissen Anlässen Likör trinkst. Ja. Ne, diesen süßen. So. Und meistens dem von Nordhausen. Ich hatte ja hier letztens einen Pfeffi, ne, als, ja, als Wochenende war. Deswegen Nordhäuser Johannisbeerlikör oder Pfeffi? Ja, Nordhäuser. Es sind beide Nordhäuser. Ach so. Ne? Also es beide, ja, aber dann trotzdem Johannisbeer. Johannisbeer. Ja, ja. Okay, klar. Pfeffi ist nicht dein, nee, nicht dein Ding, ne? Geschmacklich einfach nicht. Ja. So, Schnaps sowieso nicht. Ja, ja. Aber nee, das weiß wie ich. Du schon richtig sagst. Ja. Es muss halt süßlich sein. Klar, Pfeffi ist ja auch so ein bisschen, aber nee, ich habe von Pfeffi so. Ist ja also tatsächlich auch sehr speziell. Hm. Das muss man auch mögen, dass man irgendwie Mundwasser trinkt. Ja. Das ist ja, schmeckt ja im Endeffekt so. Das stimmt. Ja. Ich habe noch einen. Ja, also meine Antwort ist tatsächlich Pfeffi. Achso. Also da sind wir nicht. Wolltest du auch noch antworten? Meine letzte. Allgemein. Hell oder dunkel? Damit meine ich natürlich Tag oder Nacht, hätte ich beinahe gesagt. Ah. Dunkel hat was an sich. Ne? Also dunkel ist cool, aber ich finde hell einfach besser, weil es freundlich ist. Schön. Man sieht mehr, ne? Man sieht mehr. Ja, nein, auch so. Dass viele sagen immer, sie mögen Nacht zum Beispiel, weil sie sehr oft, wenn man es jetzt auf Arbeit bezieht natürlich, nachts unterwegs nachts sind, fahren und dann ist es ja entspannter, weil nicht ich so mag, viel los. Ich mag nachts auch gerne, wenn ich unterwegs bin in Urlaub oder wenn ich jetzt zur Arbeit fahre mit der Bahn. So, das ja ist, aber am Ende ist es so, wenn zu viel, zu lange dunkel ist, dann kriegst du ja einen Depri. So. Ja. Und dann ist dieses Helle, ist immer dieses Energie, ach bla bla bla. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Es gewinnt das Helle. Genau. Zwei Sachen habe ich noch. Okay. Schweden oder Mallorca? Schweden. Oh, da sind wir einer Meinung. Das ist ja krass. Ich begründe das mal damit, dass ich Mallorca, ich weiß, dass das falsch ist, aber halt mit den Partys und so weiter verbinde. Ich war bei beiden noch nicht, also Mallorca noch nicht und Schweden noch nicht. Aber rein von der Vorstellung her reizt mich Schweden mehr. Ich würde da gerne mal. Das ist ja, wie ich das auch schon, ich glaube, in zwei Podcasts erzählt habe, mit Norwegen. Ja. Das würde mich da eher. Ich weiß, dass es in Mallorca, glaube ich, auch richtig schöne Ecken gibt an allem und dran, aber nö. Ja, bin ich deiner Meinung. Gut. Können wir Haken hintermachen. Und jetzt mit dem Zusatz vorneweg, als du 20 warst, Doppelpunkt, Disco oder Kneipe? Als ich 20 war, Disco. Disco. Ja. Ja, mit Absicht, weil jetzt weiß ich, dass Kneipe. Ja, also mit 20 wollte ich natürlich Mädchen kennenlernen, Frauen kennenlernen. Ganz und die gab es in der Kneipe nicht.
Echt nicht? Nee, gab's nicht. Okay. Alles, was jung war, ist in die Disco gegangen, in die nächste Disco. Kneipe ist ja so Feeling, du sitzt am Tresen oder am Tisch und trinkst da ganz in Ruhe. Da steht so ein Tickerautomat drin. Mhm. Der Barkeeper steht hinterm Tresen und schenkt da den Stammgästen das Bier aus. Das ist für mich Kneipenfeeling. Und ja, das hattest du als 20-Jähriger, wolltest du Party, da wolltest du Action, du wolltest den Frauen imponieren und wolltest da natürlich abschleppen. Mhm. Und das hat alles nicht geklappt, das weiß ich. Ja, ja, das ist klar. Du tust mir auch heute noch leid, aber... Ja. Das, ich versuche heute immer noch in die Disco zu gehen. Ich kriege immer noch keine... Als Türsteher vielleicht. Aber selbst dafür bist du zu nicht alt. Nee, nee. Nee. Schaffst du nicht. Ja, sehr gut. Alles klar. Ja, ist bei mir auch ein Haken hinter Disco. Auf jeden Fall. Wie viel haben wir denn jetzt gemeinsam? Ja, ich, also zumindest auf meinem Zettel. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemeinsam und 4 unterschiedlich. Siehst du? Das ist ein guter das Schnitt. So. Das sagt noch einer, Gegensätze ziehen sich an. Warte mal. Wir werden das Spielchen irgendwann mal machen. Und die Zettel nur tauschen. Und dann machen wir die gleichen Fragen. Nee, aber so für den anderen antworten und gucken, ob man richtig liegt. Ach so. Ah, wie bei der Hochzeit, meinst du? Ja, ja, genau. Mal gucken, wie ähnlich wir uns sind. Genau. Was ist sein Lieblingsessen? Rehrücken. Woher weißt du denn das? Ich pass auf, mein lieber Freund. Judy. Alles klar. Ich würde sagen, wir müssen diesmal zum Schluss nicht ganz so doll ausflippen wieder, ne? Wir machen das gesittet. Wir machen das ganz entspannt. Und du gehst jetzt erstmal pinkeln, weil ich Bonifatius noch habe. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ich hab's ja verstanden. Oh, meine Fresse, ey. Ja, du kannst auch wegzuhören. Irgendwann lausche ich mal, was du hier machst, wenn ich wirklich weg bin. Das letzte Mal hast du doch schon. So, bin weg. Tschö. Ciao, Bowie. Jetzt muss ich die Seite finden. Ist immer noch da. Ziegler's Köchin war gestorben, Kiesewetters Trauerkranz. Lässt sich kaum annähern, schildern, spottet der Beschreibung ganz. Ein Bukett Klabus der Bären nahm des Kranzes Mitte ein, frisch beschissene Resida mischten lieblich sich da rein. Tannenreis und Lorbeerblätter waren in den Kranze nicht, allerdings ganz frischer Kuhmist dünkte ihm wie ein Gedicht. Und ein Dutzend Pferdeäpfel hing herab als Glockenspiel. Selbst dem guten Gärtner dünkte dieses doch ein bisschen viel. Moral oder christliche Nutzanwendung? Des Kiesewetters Trauerkränze sind jenseits aller Anstandsgrenze. Gute Nacht. So, ja. Ha ha ha.